Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Thorsten Helbig Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community. So, diesmal habe ich auch richtig ausgesprochen. Ich freue mich, dass wir die Veranstaltung wieder zusammen machen, Thorsten, und natürlich, dass Sie live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Ja, müssen wir jedes Mal machen. Ist auch sehr wichtig und diese Veranstaltung bitte entsprechend nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken und unabhängig davon, was Thorsten uns gleich zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das sollten Sie bitte berücksichtigen. So, Thorsten, das war's von mir. Diese Woche haben wir ein bisschen Bewegung gehabt in den Märkten und welche Setups hast du heute mitgebracht? Ja. Naja, ich könnte mich ja jetzt heute hier komplett am Risikohinweis aufschießen. Ich glaube, das wäre mal eine gute Idee, aber wir die Fragen hier mal noch rausholen hier, sonst sehe ich nicht, wer was fragen tut. Fragen tut. Ist das grammatikalisch richtig? Grammatisch richtig? Im Norden bestimmt. Zählt Köln nicht auch zum Norden? So knapp an der Grenze. Okay. Wer prägt? Genau. Ja. Mein lieber Stefan. Du hast auf deiner Tastatur über der Großschreibetaste hast du eine Taste zum Festklemmen. Dann ist die Großschreibetaste immer fest. Und dann schreibst du alles groß. Und Großschreiben ist im Internet anschreien. Ich bin es ja gewöhnt, angeschrien zu werden. Aber Nelson ist da sensibel. So, wir machen folgendes, kurzen Rückblick. Gestern war ja Mittwoch, am Montag haben wir uns zurückgehalten. Nelson und ich, wir hatten im Small Talk, wie man das ja so schön nennt, vorneweg schon kurz drüber gesprochen. Wir hatten Enkelwochenende, so wie das zum Ostern eigentlich üblich ist, oder dass man ja Ostern nutzen sollte, in der Familie zu verbringen. Und wir haben Zwerge betreut, was zwar anstrengend, aber auch mal sehr schön ist. Und dann muss die Börse auch mal Börse sein. Wo wir am Montag einen schönen Abflug hingelegt haben, hier von der knappen 108 bis runter fast 100 Punkte. Am Dienstag unser Setup vom Morgen hier runter bis zur 10723 Ziel. Ups, Wheel Ziel aus C gleich A aus dem H1. Diese Nummer wollten wir hier benutzen, um nach oben zu ziehen. Erste Nummer hoch, dann sollte es ein Stück zurück und dann hoch bis in diesen Bereich. Diese Nummer hat sehr gut geklappt. Erste Bewegung, zweite Bewegung, dritte Bewegung sogar. Für mich war es eher angedacht, dass nach der zweiten Schluss ist. Das war hier dieser Bereich. Aber er hat dann weiter angezogen. Gestern Morgen haben wir dieses Setup umgedreht und haben gesagt, wir wollen hier hoch, dann diesen Verlauf und dann nach unten. Diesen Gefallen hat er uns gestern nicht getan, sondern er ist erst direkt hier runter. Hier haben wir die Sperrzone eingezeichnet. Innerhalb von dieser Zone haben wir gesagt, wir machen nichts. Idealverlauf wäre für mich gewesen die 10782 bis 10786, dieser schmale Grat hier, um dann nach unten schwungvoll wegzuziehen. Sperrzone. Sperrzone heißt für uns, dass wir in diesem Bereich nicht handeln, bis dieser Bereich
verlassen wurde. Unterstützend haben wir hier gesagt, dass wir ab dieser Nummer ich weiß nicht, warum man hier Prozent P1 dazu schreibt, sollte eigentlich den Wert hinschreiben. Muss ich mal gucken, was ich da falsch gemacht habe. Wir haben gesagt, ab dieser Marke, vielleicht kann mir da mal einer auf die Sprünge helfen, wahrscheinlich ist es bei den durchgehenden Trendlinien, ist es mit Prozent P1 erscheint der Wert und die Beschreibung dahinter. Und bei einer freigezeichneten Linie, die dann nur gerade gemacht ist, schreibt er wahrscheinlich was anderes hin. Dann übernimmt er mit Prozent P1 nicht den Wert. Und dann muss er wahrscheinlich den Wert da dazu schreiben. Muss ich mal gucken, vielleicht findet sich ja dazu was. Wir hatten gesagt, ab hier, ab dieser Marke hier, und die ist, die ist bei 63,5. Ab der 63,5, wenn er nämlich direkt nach unten durchzieht, wäre sofort Euro pro Short machbar. Er hat das tief gemacht hier. Das erste hat er gemacht bei 63,8 mit dieser roten Kerze. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Sonst verfolgt es bitte in eurem Chart. Und hat hier das Low gemacht bei 63,6. 63,5 haben wir gesagt, ab da könnten wir nach Euro pro Short Ausschau halten. 63,8, 63,6. Hier ein Tief, hier ein nachlaufendes Tief, dann diese Nummer. Und so konnten wir wenigstens diese Long-Nummer mitnehmen, weil wir wollten ja bis da hoch diese Long-Nummer mitnehmen. Allerdings habe ich beide. Diese Nummer hier mit 5 Punkten, mit 5 Pips geschlossen und diese hier mit 5 Pips geschlossen, weil er hier wieder anfing zu bremsen. Stop dann nachgezogen mit 5 Pips raus. Der Verlauf danach bis hierher, bis an die 82, 86, dann mit diesem Rückschlag, so wie er geplant war, da darunter, der war, sag ich mal, gut. Sogar perfekt. Hier ein Hoch, da bei der 86. Hier das High bei der 86,4. Überhaupt nicht schlimm. Hier das Hoch gemacht. 86, wo er hin sollte. 86,4 als nachlaufendes Hoch. Perfekt. Erster Start. BE geflogen. Zweiter Start. Und dann kam, muss ich fairerweise sagen, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gestern, habe ich gestern völlig verpennt, hatte ich die News und damit hat es hier, glaube ich, den ein oder anderen erwischt. Und diese Kerze hier, die im Low bei der 88 war und im High dann bei der 18, also 30 Pips hier in einer Nummer nach oben, hat es uns dann wegrasiert. In der Folge nach diesem Spike habe ich noch einen Short-Versuch unternommen, weil wir diesen Spike hier genau gemacht haben bis an die 10818, die wir uns am Dienstag früh hier eingezeichnet hatten. Diese blauen Bereiche sind als Reaktionspunkte zu beachten und die 10818 war das Maximum, was wir erreichen sollten oder durften. Diese Marke hat er gestern während der News, 16 Uhr oder durch die News, wohl diese Marke exakt abgearbeitet und direkt zurückgeschleudert. Nochmal dazu, auch wenn wir diese Geschichte ja schon ein paar Mal hatten, aber nicht die News machen Kurse, sondern die Kurse stehen vorher fest. Der ist jetzt nicht aufgrund von guten Nachrichten an die 10818 gegangen, sondern die 10818. Diese Marke stand vorher schon fest als Reaktionspunkt. Reaktionspunkt heißt, dort
liegt Volumen, dort liegen Order. Der Auslöser sind die News, selbstverständlich. Hier wird dann gekauft und in dem Moment schleudert es den Kurs dann bis zum nächsten großen Reaktionspunkt, den wir dann hier oben bei der 10818 hatten. Wir hatten dann gestern das Phänomen, dazu gehe ich jetzt mal in den M1, das übliche Phänomen, ich weiß nicht, ob wir hier in der Konstellation schon mal drüber gesprochen haben. Hier haben wir die 10818, hier haben wir die Newskerze um 16 Uhr, 16:01, 16:02, dann den Rücklauf und hier haben wir das hier unter der 18, hier haben wir dann mehr. Da haben wir das Low bei der 13 und ich habe den Lauf bis dahin, dann diese Kerze, habe es dann nicht ganz geschafft, habe dann hier drunter eine Position platziert bei der 09, bei der 10809. Bei mir war sie dann bei der 10809,08 hat sie gegriffen und wir sind dann hier runtergelaufen bis zur 10797,96. Das heißt, diese Position war 12, ich war 12 Punkte im Risiko, diese Position war 12,3 Pips vorne und dann ist der BE-Stop automatisch auf BE gesprungen, BE plus 2 und hier bei dem Rücklauf bin ich dann wieder rausgekegelt worden. Dann hatte ich auch die Schnauze voll, dann war auch gut. Das Problem ist, dass ich bei 10809,07 reingekommen bin. Wer bei der 10809 glatt reingekommen ist, der hatte seinen BE-Stop logischerweise auf der 10797, 12 Punkte tiefer. Dem sein Stop ist nicht BE gesprungen. Deswegen bitte beachten nicht immer diese Marken von mir, die ich dann auf Slack oder so vorgebe. Wenn ich sage 12 Punkte, ich kann durchaus 06, 07, 08, 09 sogar schlechter oder anders besser reingekommen sein. Und dann liegt der BE-Stop auch woanders. Zu beachten ist vor allen Dingen bei dieser Geschichte hier, und das war für mich ausschlaggebend, dass wir diese Bewegung, die wir hier gemacht haben, von unten nach oben, die wurde hier exakt um 61,8 auskorrigiert. Das hätte bei der Stopsetzung beachtet werden sollen, wäre jedenfalls von Vorteil gewesen, wenn das jemand getan hätte. Ich weiß, den einen oder anderen, 02 hat es, glaube ich, gestern bei uns dann auch in dem zweiten Anlauf erwischt, dass sie mit 10 oder 12 Punkten Verlust rausgeflogen sind. Das ist natürlich echt ärgerlich, aber während so einer Situation, und da will ich drauf hinaus, während so einer Situation bitte hier drauf achten, dass auch solche Bewegungen auskorrigiert werden können oder auskorrigiert werden sollten. Wenn ihr das Bimmen im Hintergrund hört, ich stocke den DAX etwas auf. Ich erkläre gleich warum. Auf den DAX kommen wir später. Wir haben da eine Position drin von gestern und die habe ich heute Morgen, habe ich Short Stops reingepackt. Also, auch wenn solche Bewegung ist und man sich hier solche Shorts sucht, muss man darauf gefasst sein, dass an der 10801 hier oder an der 10798 sich diese Geschichte dreht. Das ist die eine Nummer. Die zweite Nummer ist, die man beachten sollte. Bewegung A. Und wie ihr seht, wir arbeiten wieder mit einfachen Mitteln. Und ich hätte gestern vielleicht dazu schreiben sollen, SL schnell BE ziehen, weil unter diesem Tief
Bewegung A, Korrektur, Bewegung C, Bewegung C wäre hier drunter zu Ende gewesen. Das wäre sogar ratsam, in dem Moment, wo er hier drunter schießt, mit dieser Kerze den Stop schon BE zu ziehen. Ich weiß nicht, ob der Christoph heute hier ist. Ich muss mal schauen. Nee. Schade, dann schicke ich ihm nachher die Aufzeichnung, weil das war, glaube ich, genau die Problematik gestern. So. Die Inhalte von News und warum, die Interpretation, die hatten wir ja ein paar Mal und ich interpretiere ich. Thorsten Hellwig, ich als Person interpretiere in News gar nichts. Weder Long noch Short. Ich lasse jede Spekulation darauf, dass ich sage, wenn die News so oder so ausfallen, dann wird der Kurs dort oder dort hingehen. Sondern wir haben Marken oben und unten. Und diese Marken, die sind für mich ausschlaggebend. Alles andere sind für mich Spekulationen. Wir haben das vor 2 Wochen ja schon mal gehabt. Und wir haben es gerade zu den Arbeitsmarktdaten schon mal als Warnung vorneweg für morgen. Bei den Arbeitsmarktdaten haben wir das sehr oft, dass wir die, oder ich habe früher danach geschaut und dann gedacht, Mensch, wenn die Arbeitsmarktdaten gut sind, Arbeitsmarktdaten gut in den USA heißt Werte gut für die Wirtschaft, gute Wirtschaft in den USA heißt gut für den Dow, gut für den DAX. So wurde es dann auch hinterher erklärt und das nächste Mal war es umgedreht und dann kamen die Werte trotzdem in die gleiche Richtung. Das kann jeder für sich entscheiden. Ich selber, ich für mich, für meine Person, achte in der Regel nur auf die Uhrzeiten, wann News kommen. Ich bin kein Newshändler. Wann News kommen, wenn ich markante Marken drin habe, so wie die 10818 hier, dann schaue ich, ob diese Marke zu der Uhrzeit, gestern habe ich das verpennt, zu dieser Uhrzeit, wenn die angelaufen wird und hier reagiert, dann sehe ich meine Marke, die hat einen Reaktionspunkt hergestellt, also suche ich mir eine Shortnummer dazu, weil mein Punkt reagiert. Ich werde niemals, weder irgendwo, wer News handeln will, muss das woanders tun. Ich werde niemals da rein interpretieren, dass wenn News so oder so ausfallen, dann kann das so oder so kommen. Das ist für mich Glaskugelleserei, sondern ich mache meine Pläne vorher. Genau wie ich die Pläne für den Tag auch morgens mache. Ich mache meine Pläne vorher, ich suche mir meine Marken. Wenn die Marken erreicht werden, dann sind das für mich Reaktionspunkte, die ich dann für meinen Plan nutze. Alles andere, auch irgendwie 2 oder 3 Tage vorher schon mal darüber Gedanken zu machen, wenn, nehmen wir mal das Beispiel morgen, wenn die Arbeitsmarktdaten morgen gut ausfallen, mehr Arbeitsplätze geschaffen als geplant, dann könnten wir die Marke 40.000 im Dow sehen oder so. Ist mir fremd, will ich auch nichts mit zu tun haben. Muss nur mal zwischendurch gucken, ob mein Radio hier noch an ist. Also. Wir haben hier die 33, wir haben hier oben die 44, wir haben damit hier auch hier heute eine Sperrzone. Diese Sperrzone ist verlassen worden nach oben. Rein nach Euro pro. 5 Minuten Chart, rein nach Euro pro und rein nach Zielbereichen würde sich jetzt hier, und Nelson hat vorher darauf hingewiesen und hat gesagt, pass auf, Risikohinweis hier, jeder trifft seine Entscheidung. Wir haben den Ausbruch aus den Zielbereichen hier, ich springe in den 1 Minuten dafür.
Ob das jetzt zu dem anderen Bild im H1 passt, kann ich erst später prüfen. Habe ich heute Morgen noch nicht gemacht. Ich war gestern lange draußen in der Natur. So, rein nach Zielbereichen. Jetzt bin ich hier auch noch im falschen Chart. Das ist natürlich doof. Ich nehme den hier, weil hier kann ich handeln. So, M1 und rein nach Zielbereichen. Gleiches Spiel nochmal. Wir haben hier oben rumgeturnt. Fehlausbruch aus der Sperrzone. Jetzt diese Nummer und jetzt würde ich anfangen, nach Zielbereichen mich darunter einstoppen zu lassen. Unter dieser Kerze. Das wäre in dem Fall 108,435. Der SL muss in dem Fall über die 45,7. Das heißt, ich könnte rein theoretisch diese Position mit maximal 5 Punkten SL starten. Ich werde die schon mal aktivieren. Wir gehen jetzt auf den Lauf. Ich wende grundsätzlich nur meine Regeln an, die ich auch kenne. Hier in diesem Fall wäre das jetzt zum Beispiel das High bei 46,1, dieses High bis jetzt bei 45,4, ein Spike kann er noch. Das wäre in dem Fall hier ein Doppeltop. Ich würde jetzt diese Order hier hinterher trailen. Weil das hier ist für mich ein normaler Verlauf. Wenn wir jetzt einen Plan machen oder gemacht hätten vorher, dann hätte mein Plan einen Shortplan. Ich habe den noch nicht mit dem H1 abgeglichen, muss ich fairerweise sagen. Dann wäre dieser Plan so. Heute früh. So, und hier unten den, das kann mal zwischendurch geknipst werden, bitte. Und dann wäre das hier unten das Ziel, schon bei der 33. Das heißt, wir haben auch nur 11 Punkte Ziel oder 11 Pips Ziel. Muss man überlegen, nimmt man eine einfache Positionsgröße oder nimmt man eine teilbare Positionsgröße? Wenn er jetzt hier oben drüber zieht und hier absolut ein neues Hoch macht, wieso hat er den? Ach, Scheiße. 5,0 habe ich ja. Ich habe nur 5 eingegeben. So, die brauchen wir jetzt gar nicht, sondern wir können da drüber ziehen. Da kann der SL hin. Das darf auch geknipst werden. Wir haben das High bei 46,1. Der SL 47,5. Warum hat er jetzt die Position rausgeschmissen? Okay, ich arbeite mit Linien. Warum immer im Webinar? Entry. Entry war da. Stop. Dahin. Und
Aber ich war gerade dabei zu erklären, ob der SL dort gut liegt, wenn wir ein nachlaufendes Hoch haben, 47, der SL lag bei 5. Also dahin. So, das darf auch geknipst werden. Und hier unten packen wir. Das Risiko ist jetzt, ich habe es im H1, ich habe noch keinen groben Plan, ich habe den H1 noch nicht untersucht. Das mache ich aber gleich, wenn ihr das wollt. Ziel 1 für Short. Hier unten. Okay, wir werfen einen Blick auf den H1 und lassen den hier laufen. Wir sehen nachher, ob er rausgeflogen ist, wäre oder nicht. Wir haben so hier das High bei 64. Das heißt, die 64 ist im H1 da. Da ist die Bewegung gestartet. Diese Bewegung hier. Und wir haben bei der 76, wir haben das letzte Hoch und hier haben wir die Extension aus der letzten Abwärtsbewegung. Beides ist nicht so gut für Shorts. Also die erste Reaktion ist also keine doppelte Position, sondern eine einfache Position. Wir haben die letzte Abwärtsbewegung. Hier, wir haben Bewegung A, wir haben Bewegung C, alles sauber abgearbeitet. Wir haben gestern hier die 86, diese Korrekturbewegung dupliziert. Diese Marke hat gestern hervorragend gehalten, bis die News kam. Nach den News wurde diese Marke einfach sinnlos zerschossen. Völlig. Solange wir aber dieses High hier nicht kaputt gemacht haben, bei der 59,5 kann das sein. Nee, das passt nicht. Dort bei 63,6. 63,6 ist zu merken. Zeichne ich nachher gleich ein. Das darf mal kurz geknipst werden. Warte, ich schreibe das mal noch rein. Letztes Hoch im H1, 108,63,5. Das ist jetzt das Zünglein an der Waage. Viel mehr will ich hier aus dem H1 noch gar nicht ziehen. Wir gehen zurück in unseren Chart hier. Und, nee, das ist der, wo die Position platziert wurde. Warum die auch immer rausgeflogen ist, aber das passiert mir in dem Chart nicht das erste Mal. Da ein sauberes Doppeltop. So wie geplant. 63,5 haben wir gesagt, darf oder sollten wir uns als Marke einzeichnen. Diese Geschichte hier kann raus. Und hier oben, da gehört jetzt eine dicke, fette Linie hin. 61,9 ist der Zielbereich und also 62 und bei 63 haben wir das High aus dem H1. Und da haben wir es. Da haben wir genau diese Marken. Wir waren hier jetzt im Low bei 44. Also gibt es noch nicht so viel zu tun.
Hier ist zu erwarten, wenn diese Nummer halten sollte, ein kurzes nachlaufendes Hoch und ansonsten runter. Wir haben hier unten bei der 26 und da würde ich jetzt auch sogar den TP hin verschieben, darunter, weil wir hier da ein schönes, sauberes Tief haben. Das Low haben wir bei 27,4 und auf die 27,4 würde ich in dem Fall jetzt auch das Ziel legen. Da ist der Zielbereich 2 Punkte drüber circa, also bei der 29. Bitte nochmal knipsen und dazu schreiben es Short Setup aus dem 1-Minuten-Chart. Soweit verständlich, was ich hier will, wo ich hier hin will. Und warum? Aus dem H1 ziehe ich mir jetzt, solange das Short Setup nicht hin ist, solange wir das Hoch da oben nicht zerlegt haben, solange sind wir immer noch shortig unterwegs. Nur weil die News da gestern ein kleines Katapult draus gemacht haben oder ein Trampolin draus gemacht haben. Also das war ja gestern eine Baerbock-Nummer, ne? So ein Trampolinsprung. Der hier. Das Gefährliche ist ja nur an den Trampolinsprüngen. Man kann sich da böse den Kopf stoßen, ne? Wenn man sich den Kopf stößt, hat das böse, böse, böse Auswirkungen. Naja, bei dem einen oder anderen merkt man das ja auch. Das heißt, solange wir die 63,5 hier oben nicht kaputt gemacht haben, solange ist für mich immer noch hier eine neue Bewegung nach unten denkbar. Das ist erst für mich kaputt da oben drüber. So lange bleibe ich bei meinen Setups, die wir hier auch haben, die da so laufen sollen. Diese Nummer, warum die jetzt hier rausgeflogen ist, weiß ich nicht. Kleiner Augenblick, ich muss euch mal kurz den Ton klauen. Oh, wieder da. Deswegen bleibe ich auch an diesem Plan hier für heute hängen. Gestern gab es für den einen oder anderen, wie gesagt, was auf die Nuss. Das müssen wir versuchen, wieder auszubügeln. Okay, alles soweit klar? Dann schauen wir uns den Jungen hier einmal an. Wir haben, so, das kann raus, weil da sind wir lange drunter. Und das kann auch raus. Das, was wir im DAX gut gemacht haben, diese Woche kann ja auch mal passieren, haben wir im Euro gestern gut wieder zerlegt. Das, was ich gestern im vorgestern im DAX eingespielt habe oder gestern im DAX eingespielt habe, haben wir im Euro zerlegt. So. Wir haben, na komm, was bremst hier wieder?
Die habe ich noch nicht rausgenommen hier. Wie gesagt, ich war in der frischen Luft. Wir haben gestern bei der 18.362 geschortet und der Stop ist bei 18.460. Da ist die Position. 18.460. Wir haben gesagt, wir wollen nicht höher als 18.450. Und die 18.450 schmeiße ich hier mal als Hürde rein. Es kommt ja immer darauf an, was misst man? Misst man jetzt die, sag schnell, die den FDAX oder misst man hier? Ja. So, wir haben die 61,8 haben wir hier bei der 43. Deswegen habe ich auch gesagt, wir sollten nicht über die 18.450 gehen. Diese Nummer sollte halten. Und jetzt haben wir auch hier ein sauberes Muster. Wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, schreibt es euch schon mal auf. Nicht, dass ich nachher wieder weg bin und dann habe ich morgen vergessen. Egal wozu. Egal ob zum Euro oder zum DAX. Wenn Fragen sind, haut sie rein hier. Ich halte mit nichts hinterm Berg. Und damit haben wir das hier als Ziel. So. Das hier. Für den SL im DAX. Mann, bei der 360 haben wir geschortet gestern, nämlich genau diesen Bereich hier. Kommt davon, wenn man lange abends im Tarnzelt sitzt, bei den Temperaturen im Nieselregen. Kleinen Augenblick. Ich krank werden. Bitte? Sagte nicht krank werden. Nee, hatte ich eigentlich nicht vor. Das ist, aber weißt du, das ist der Fluch des Alters. Weißt du, früher hast du an der Garagenecke gestanden, heimlich geraucht und mit der Freundin geknutscht. Und heute sitzt du draußen und guckst den Vögeln zu. Nein, ist einfach, ich habe gestern, ich sitze fast jeden Nachmittag oder jeden Abend sitze ich draußen. Und bei dem Wetter, wir haben Nieselregen, wir hatten gestern 8 Grad. Wenn dann 2, 3 Stunden draußen im Wind, im Kalten sitzt, im Tarnanzug und auf einen Eisvogel wartest, dann kann man sich schon mal sowas aufsacken. Also, Entry 18.360. Das hier ist für den Stop zu beachten. Und das hier ist das Ziel. Ziel heute oder morgen im DAX Short. So, das darf auch geknipst werden. Mann. Bitte piepen, wenn es fertig ist.
sind Fragen dazu. Dieser Spike hier hoch, der war noch erlaubt. Diese Nummer hier, die habe ich ganz bewusst gewählt hier, weil wir hier das 50er Fibo-Level haben und wir haben hier dieses Tief. Wir haben da das Tief und wir haben hier das 50er Fibo-Level. Bis dahin war der Rücklauf durchaus legitim. Diese Nummer hier heute Nacht um 1 durfte sein, musste aber nicht. Der Stop muss immer noch, da hier ist 50er Level, hier ist 38,2, sorry. Der Stop muss immer noch da oben drüber liegen bleiben. Man könnte ihn eventuell verringern, jetzt hier runter auf dieses Hoch. Wir müssen aber damit rechnen, dass es nachher um 9 oder 9.15 Uhr, so in diesem Bereich nochmal da hoch geht und das Nachthoch nochmal gegriffen wird. Und das schreibe ich jetzt mal noch dazu. Am Nachthoch 18.417 stocke ich Shorts im DAX auf. Schreib es auch dahin, wo es hin soll. Da. Das darf auch noch mal kurz geknipst werden. Jetzt könnt ihr euch noch überlegen, ob irgendwelche Fragen dazu sind. Dann schmeißen wir gleich noch mal einen kurzen Blick auf den Euro, was der macht. Ah, Mann, 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 das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich immer noch hier draußen um die Hausecke verkrümel abends zum Kiffen, weil ich noch gar nicht so richtig im Kopf irgendwie realisiert habe. Muss ich ja gar nicht. Ich kann es ja auf dem Marktplatz tun. Wenn am Marktplatz nicht der Kindergarten platziert ist oder in 200 Meter Entfernung ein Tennisplatz ist. Aber Kölner Dom, ne, Nelson, da kann man doch jetzt irgendwie. Wo früher die Jungs da so mit unter der Hand so rumgelaufen sind, hier willst du Tüte haben, haben die heute noch Stände mit Glocken hier, oder? Cannabis, kommen Sie her, kommen Sie ran, die werden genauso beschissen wie jemand. Das darf man doch ist heute nicht. Ist nicht mein Bereich. Was? Ist nicht mein Bereich, sage ich. So, okay. Ja. Willkommen im Club, meiner auch nicht. Ich habe in meinem Leben viel durch, aber Drogen waren mir immer fremd und werden mir auch in meinem Leben fremd bleiben. Egal in welcher Form. Was? Bier ist keine Droge, Bier ist ein Grundnahrungsmittel. Okay, Fragen dazu hier? Warum, wieso, weswegen, warum wir gestern hier schon angefangen haben zu shorten, hier 38,2, warum die Stops da oben drüber und viel wichtiger die Frage hier, der Euro sollte hier unten jetzt an der 40, sollte die Euro-Nummer BE gehen. Komisch, ich habe sie noch auf dem MT5-Konto laufen, dort läuft sie. Nelson, hast du eine Erklärung, warum die hier rausgeflogen ist? Warum die, das passiert mir hier oft auf diesem Konto. Einfach so. Nein, das kann ich so nicht sehen. Ich muss das dann aufzeichnen. Die war ja auf einmal weg. Einfach so. Keine Ahnung. Wegen den Updates, die sind verfügbar, kann man da lesen. Ich schreibe es ja noch dazu. Unter 1.0840 gehen Stops im Euro BE. Das auch bitte dringend noch knipsen und da rein. Oh, halt, stopp.
unter 1,0840 Short Aufstockung nach Euro pro möglich. So, und das wäre nämlich genau dieser Bereich hier. Die Margin kann es nicht sein. Ich weiß, die Idee klingt gut. Kann ja durchaus, und da ich das vor ein paar Mal gebimmelt hat im DAX, könnte es durchaus sein, aber da wir uns da oben bewegen, wäre, wenn überhaupt, eine DAX-Position rausgeflogen, da die wesentlich weiter im Risiko waren. Beim Margin-Problem ist immer die Geschichte, dass die Position rausfliegt, die am weitesten im Verlust ist. Und die hier war BE. Das ist, aber ich habe das genau in diesem Chart, aber nur in diesem Chart, den ich extra für den Live-Handel gemacht habe, falls, wenn ich hier eine Position platziere. Hier nur in diesem Chart, nur in dieser Strategie habe ich das. In allen anderen habe ich es komischerweise nicht. Ich glaube, ich muss dann nachher mal die Einstellung checken, ob ich hier irgendwas im Hintergrund habe, was irgendwo dafür Sorge trägt. Oder ich muss mal einen neuen Chart machen mit einer neuen Strategie, wo alles raus ist. Manchmal hat man ja sowas, dass irgendwie Auto irgendein Trailer an ist oder irgend so ein Kram. Aber da bin ich eben nicht fit genug. Das kann ich nachher erst machen, mit den Auszug ziehe und reingucke in die Order. Dann sieht man ja, warum die geschlossen wurde. Richtig, Nelson? Sollte sichtbar sein, ja. Also, muss ich mal checken. Ist ja nicht das erste Mal, dass es mir passiert, genau in diesem Chart hier, dass ich genau dann eine Position aufmache und wenn die nächste Kerze aufgeht, dann wird das Ding rausgeschmissen. Komischerweise immer dann, wenn die nächste Kerze startet. Aber da werde ich dann mit Wolfgang oder mit irgendjemand anderem bei euch aus dem Team mal drauf gucken, weil Wolfgang ist ja heute nicht da. Okay. Das haben wir fertig, den DAX hier, da, nee, den DAX ebenfalls, an dem ganzen Setup hat sich nichts geändert. Wir bleiben genau in der Schiene, in der wir auch sind, in der wir auch waren. Und dann sind wir auch schon durch für heute. Denkt dran, morgen sind Non-Farm Payrolls. Der Markt könnte heute Nachmittag und morgen Vormittag einschlafen, etwas ruhiger werden, um dann die Range oder so etwas dann in der Regel passiert, dann morgen Mittag aufzuräumen. Und damit will ich mich jetzt auch verabschieden und sage jetzt, ich gehe jetzt mal frühstücken und sage, danke Nelson, dass du so früh aufgestanden bist für meine Wenigkeit. Und wünsche allen einen schönen, erfolgreichen Tag. Passt auf eure Positionen auf. CFDs bewirken oder beinhalten ein großes Risiko, auch das Kapital zu verlieren. Ne? Steht ja überall. Und sage damit schönen Tag. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Ja, ich schließe mich einfach deinen Worten an. Danke dir, Thorsten, für das Webinar. Danke alle für die Teilnahme. Viel Erfolg heute und besonders dann morgen und ja, schönes Wochenende an der Stelle schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.